Hallo zusammen, ich grüße euch heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es darum, schaut euch die Direktvertriebsunternehmen genau an, ja, weil es ist natürlich folgendermaßen, so viele verlangen von euch, dass ihr Ware auf Lager nimmt oder wenn neues Produkt rauskommt, dass ihr dann das gleich ordert, ja, zum Vorzeigen für die Kunden oder euch ein gewisses Monatsabonnent, dass ihr monatlichen Umsatz machen müsst, dass ihr überhaupt Provisionen bekommt und dass ihr immer jeden Monat Ware bekommt, ja, und irgendwann hortet es euch in dem Keller, ja, ihr macht da eurem Partner oder eurer Partnerin keine Freude damit, ja, deswegen achtet darauf, dass ihr keine Umsatzvorgaben habt oder dass ihr Ware immer auf Lager nehmen müsst und die Verantwortung auch von dieser Ware nimmt, ihr werdet drauf sitzen bleiben, ja, deswegen gibt's gewisse die Vertriebe, da sind irgendwelche Kleinanzeigenportale zum Beispiel überfüllt damit, ja, weil die dann aufgehört haben und auf dieser Ware rumsitzen und sie nie losgeworden sind, aber sie müssen es eventuell so viel bestellen, wegen Versandkosten, oder sie müssen bestellen, weil sie monatlichen Umsatz machen müssen, oder sie müssen bestellen, weil sie ihre Provisionen sonst nicht bekommen, ja, und so weiter und so fort, ja, oder es kommt eine neue Kollektion raus, ja, die muss man erstmal einmal nehmen, dass man auch vorzeigen kann. Achtet wirklich darauf, dass ihr so wenig wie möglich Ware ins Lager nimmt. Ja, bei uns, wir arbeiten mit Kommissionsware. Das heißt, wenn ich es nicht brauche, kann ich sie zurückschicken und bleibt nicht auf diesen Kosten sitzen. Ja, ich versuche auch das Lager so gering wie möglich zu halten, weil wenn der Kunde was haben möchte, liefert mir das die Zentrale direkt zum Kunden oder zu mir und ich liefere es dann dem Kunden aus oder ja, ist natürlich viel angenehmer, wie wenn wir auf der Ware sitzen bleiben als Vertriebspartner und deswegen achtet auf diesen Faktor, weil es ist totes Kapital, was ihr vielleicht eventuell verdient habt, aber gar nicht flüssiges Kapital ist und deswegen ist immer wichtig, flüssiges Kapital zu haben, so wenig wie möglich Ware da zu haben, ja, zum Zeigen reicht's ja und schaut vielleicht auch, wenn viele Vertriebe Wettbewerbe machen, dass man sagt, okay, da gebe ich Gas in diesem Monat, dass ihr dann diese Produkte euch ziehen könnt, ja, aber schaut nicht, dass er die extra kauft, auf Lager nimmt und so weiter und so fort, weil, glaubt mir, das wird euch langfristig die Räume füllen, das Kapital steckt da drin, im Endeffekt habt ihr gar kein Geld, könnt ihr da rausziehen und deswegen achtet drauf, das ist mein Tipp an euch, wenn ihr euch ein Direktvertriebsunternehmen aussucht, achtet auf solche Punkte, ihr werdet euch an meine Worte erinnern, ja, sobald es der Fall sein sollte und ich hoffe, ich habe euch mit dem Tipp helfen können. Ich wünsche euch viel Spaß damit, bis nächsten Sonntag mit einem neuen tollen Geschäftstipp, ja, rund um Direktvertrieb, ja, falls du auch noch zu diesen 92% gehörst, die den Kanal noch nicht abonniert haben, dann like, drück jetzt unten die Glocke, wir freuen uns sehr, nur dadurch kann der Kanal weiterleben, dass wir ihr uns unterstützt, dass wir uns austauschen miteinander und dass wir immer natürlich euch neuen Content bringen können. Herzliche Grüße, Sandra und Raphael, schönen Sonntag euch!